Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir versuchen heute, da oben zu diesen vereinzelten Tannen zu kommen, beziehungsweise habe ich auf der Karte schon mal markiert, anhand der Beschreibung. Ne, hier hat man die drei Bäumchen und in gerader Linie dazu irgendwo im Fels Richtung Meer ist irgendwas versteckt. Und das sieht sich doch ganz danach aus, als wäre da irgendwie was. Deswegen versuchen wir da mal hinzukommen. Ich glaube, die Sachen sind auf der Karte nicht wirklich, auf der Minikarte nicht sichtbar. Hier diese roten Dinger leuchten, ja. Warte mal, wir könnten natürlich vielleicht versuchen, hier so eins hinzumachen. Dann sehen wir das auf der Map, wo wir hinwollen. Das ist der Baum, der da so leuchtet. Ist jetzt gerade natürlich blöd mit dem Regen. Sehe ich ein, aber mal gucken. Da drüben auf der Insel vielleicht irgendwas? Nee, ne? Stein auf dem Baum. Könnte das? Könnte das vielleicht ein Krog sein? Würde das gerne ausprobieren. Mal eben regenerieren. Aber jetzt den Baum hochklettern ist natürlich auch mega schlau. Okay, wobei Bäume hochklettern ist anscheinend nicht so schwierig. Wie Felswände. Von der Rutschigkeit her. Früh gefreut. Nein, komm schon. Das probieren wir nochmal. Wir sind echt gut hochgekommen. Jetzt wird's doch rutschig. Will nicht warten, bis der Regen auf. Ja, wir wollen das da jetzt hochschaffen. Im Regen. Nein, komm schon. Nein, nein! Vielleicht sollten wir warten, bis es aufhört zu regnen. Aber sehe ich gar nicht ein. Ach ja, im Regen klettern ist der letzte Rotz überhaupt. Der erste Durchgang war so super. Oh nein, es ist Blutmond heute Nacht. Es ist schon wieder Blutmond, Blutmond, Blutmond. Die ganzen Monster kommen zurück. Okay, wir sind oben. Hat funktioniert. So. Nein! Oh Gott, ich wollte. Ich dachte, da steht neben diesen Steinen. Ja, wie vermutet, ein Krokki. Hey, du hast mich entdeckt. Tschüss. Tschüss. Du warst leicht auffällig. Immer nur so ein bisschen. Okay. Wir wollten in diese Richtung. Oh, hallo Äste. Ja, es ist Blutmond. I know, I know. Uah. Ich will wieder an Land, bitte. Hilfe. Hilfe. Hilfe, ich ertrinke und die Welt geht unter. Hilfe. Ich möchte gern an Land sein, bevor diese Blutmondsequenz kommt. Dankeschön. Schon wieder Blutmond ist. Es geht viel zu Die schnell, Nacht ne? des Blutmondes ist erneut gekommen. Ja, I know. Kann man das skippen? Nein, doch. Überspringen mit Plus. Danke. Wir wissen es. Wir wissen, wir wollen es gar nicht wissen. Wir wollen die Monster nicht alle wieder haben. Naja, gut. Müssen wir mit leben. Haben wir wieder was zum Kaputthauen? Warte mal, ich will diese blauen Glitzerpilze. Ach, Schleichlinge. Okay, hatten wir schon mal.
guck mal, das sind die Pilze. Blutlinge. Das sind die, glaube ich, die wir für dieses Rezept brauchen. Ich schreibe mal Blutling darunter. Blutling. Weil die sehen so aus wie von dem Bild. Ein knallroter Pilz, der vor allem in warmen, feuchten Gebieten vorkommt. Er schmeckt so feurig, wie er aussieht und macht als Kochzutat den Körper kälteunempfindlich. Das ist doch ganz gut. Da sind noch mehr. Nehmen wir mal alle mit. Also ist das ein Wärmerezept. Nehmen wir mal alle Glutlinge mit. Ach, das ist ein Heilia-Pilz. Ne, der war das vom Bild her auf jeden Fall nicht. So, ein Rüstling. Da haben wir noch so ein Glutling. Pilze! Und es hat aufgehört zu regnen. Das finde ich ganz gut. Hier war noch ein Rüstling. Da. Nimm das. Maxi-Rübe. Seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzutat füllt sie Herzen über das Maximum hinaus auf. Oh, sowas ist auch ganz cool. Dann hat man da so extra Herzcontainer. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen. Dann können wir nämlich gucken. Und da haben wir eine Eidechse. Du bist aber zu schnell. Können wir hier hochklettern? Das sieht aus, als wäre da oben Schnee. Da wird es mit Sicherheit wieder kalt. Haben wir das Winterwams an? Nein, haben wir nicht. Ja, ich weiß, die ist kalt. Einmal bitte das Winterwams anziehen. Okay, hier ist extrem kalt. Da hilft selbst das Winterwams nicht mehr. Das ist kacke. Toll, jetzt regnet es wieder, oder was? Wo ist das denn? Lass uns nochmal auf die Karte gucken. Wir könnten natürlich auch um den Berg rum. Das sieht aus, als wäre es auf einer Ebene, wo es nicht ganz so kalt ist. Mal gucken. Ja, überhaupt nicht begeistert von, dass wir jetzt hier um den Berg herum müssen. Ich wäre lieber drüber geklettert, aber okay. Hui. Ja, das kann ja lustig werden, dahin zu kommen. Gut, dass wir den Teleportpunkt zurück nach Atheno haben. Vielleicht entdecken wir ja hier unterwegs noch irgendwas Schönes. Okay. Also jetzt ist es theoretisch. Wir müssen nochmal auf die Karte gucken. Das ist noch ein Stück, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das drücken. Nein! Nein! Wir gucken mal, ob wir da hochkommen, so ein Stück. Oder ob es da auch wieder zu kalt ist. Wir sind jetzt doch ganz schön ein Stück runtergekommen durchs Gleiten. Oh, das wird knapp. Der Wind nimmt zu. Da müssten wir es aber eigentlich hochschaffen. Oh, ich spring mal lieber. Ja, da können wir laufen. Perfekt, sehr gut. Okay, hier ist noch Winterwamskälte. Das ist gar kein Problem. Ich glaube nur, wenn wir jetzt höher gehen, kriegen wir das Problem, ne? Ja, da. Oh, hier kommen wir doch nie im Leben so rum. Versuch gerade um den Berg rumzugucken, ne?
das hier für Steilklippen sind, das machte, glaube ich, wenig Sinn. Hier große... Ja. Und so. Eigentlich wollte... Link. Wollte... die Energie aufladen. Da können wir, glaube ich, stehen. Oder auch nicht. Die Energie ist wieder voll. Was für ein Krampf hier, ne? Ich würde gerne da rüberkommen. Da sieht es aus, als könnte man wieder ein Stückchen laufen. Ich wollte gleiten. Link! Schreist aus! Ich nehme aber wahrscheinlich auch wieder diese unkonventionellsten Wege überhaupt, die man nehmen kann, ne? Ah. So, genau. Das wollte ich. Dankeschön. Können wir nämlich hier wieder ein Stück laufen? Pass auf, wir kommen da wahrscheinlich noch gar nicht hin an die Stelle, weil das viel zu kalt ist. Bin gespannt. Oh, wir dürfen ja nicht mehr so weit von entfernt sein. Hier kann man zum Glück recht entspannt laufen. Bis es gleich wieder steiler wird und wir klettern müssen. Okay, hier ist ein Schrein. Wir bewegen uns auf den Schrein zu. Ist der Schrein vielleicht der Schatz, von dem sie sprach? Ja, das hier an der Wand entlang klettern ist spannend, ne? Ich weiß, mir fliegt auch voll die Hutschnur weg. Aber jetzt sind wir so weit gekommen... Jetzt laufen wir da auch weiterhin. Vielleicht ein Stück rumfliegen. Oh, ich habe so Angst, dass es da zu kalt ist. Das müsste nämlich da oben sein. Ja. Kann man hier irgendwo mal stehen? Link? Energie aufladen und so? Hier vielleicht. Das. Ja, das reicht mir schon. Okay, perfekt. Gut, dann klettern wir da mal weiter hoch auf diese Anhöhe. Ich hoffe, dass es da jetzt gleich nicht zu kalt ist. Und ich glaube ganz stark, dass da ein Schrein ist. Dass das vielleicht ist, was sie... Okay, hier ist es schon kalt. Drückt uns die Daumen, ansonsten rennen wir da hin und... Auf jeden Fall ein Gegner. Hier sehe ich gerade nicht.
Ich würde den gerne aus dem Weg schaffen. Was für ein schönes liegen gelassen. Ein Exalfos-Horn. Das gewundene Horn eines Exalfos. Es ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Läden ist es eine gefragte Handelsware. Exalfos-Schwanz in Blau. Der Schwanz eines Eisexphalos. Die harten Schuppen und sein zähes Fleisch lassen ihn als Kochzutat unbrauchbar werden. Doch er eignet sich hervorragend für Medizin. Exalfos-Sporn. Der Sporn von Ellenbogen eines Exalfos kann zusammen mit Insekten zur Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Haben wir noch so einen Sporn? Und einen Stab. Starke Exallanze. Exallanze mit einer Spitze, die der einer Harpune ähnelt. Exalfos verwenden sie in der Tat auch, um Fische zu fangen. Vor den Widerhaken muss man sich in Acht nehmen. Ich glaube, unsere Waffentasche ist aber voll. Dann können wir mal eben gucken, ob wir irgendwas anderes loswerden können. Ich weiß nicht. Du bist schwächer als das Schwert. Na gut, dann nicht. Oh, da vielleicht drin? Guck mal, da kann man was aufbomben. Aber ich möchte hier gerne erstmal die Sachen sammeln. Frostling. Dieser Pilz wächst in kalten Klimazonen an den Stämmen von Nadelbäumen. Er fühlt sich kalt an und befähigt als Kochzutat den Körper selbst Wüstenhitze zu ertragen. Okay. Ist dann also gut für die Wüste. Wildbeere. Eine süß-saure Frucht, die in kalten, verschneiten Gebieten gedeiht. Sie hat keine besonderen Effekte, ist aber eine beliebte Kochzutat. Okay. Mal ausprobieren, ne? Ein paar Wildbeeren und noch so ein paar Frostpilze. Und dann hole ich mir jetzt mal eine Bombe. Da wumst die Wumsi. Und da ist ein Schrein versteckt. Wer hätte das gedacht? Tanuar-Schrein. Okay, mal gucken. Wir gehen einfach mal rein. Das ist das Geheimnis der drei Zedern. Okay, also das war das, ja, was es hier dann zu finden galt. Da war ja meine Annahme gar nicht so schlecht, dass es sich ungefähr da in dieser Anhöhe befindet. Ich hoffe, das ist ein Schrein, den wir hinbekommen. Okay, mussten wir den einfach nur finden? Ich sehe jetzt hier nicht großartig eine Prüfung, ne? Wir haben jetzt hier eine Truhe und dann schon das Ende. Kletterstiefel. Nice. Eine mit antiker Technologie hergestellte Spezialbeschichtung an den Spitzen der Stiefel verringert die Wahrscheinlichkeit des Abrutschens und erleichtert das Klettern. Nice Sache. Okay. Ja, das hat sich doch gelohnt, würde ich mal sagen. Wunderbar. Ja, ich habe die Prüfung bestanden. Das war jetzt auch nicht so schwer, diese Höhle zu finden. Ja, Zeichen der Bewährung, Dankeschön. Wie die da immer jammern. Wunderbar, 13 Schreine haben wir. Gefällt mir. Okay, dann können wir ja jetzt, dann ist der nächste Schritt, an sich wieder zurück nach Hateno. Ich weiß noch nicht, ist der wieder da, der Exfalololos? Ja, ne? Ich mache gleich auch nochmal, Kollege. Das ist halt das so Schöne. Gegen Eisviecher ist Feuer halt sehr effektiv. Zack, ist er down. Oh, Wölfe.
Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über eine starke Angriffskraft, weshalb es heute bei Abenteurern beliebt ist. Ich hätte das gerne. Okay, wir machen erstmal das Schwert weg. Und dann schnappe ich mir das. Tue ich ungerne was, ne? Wenn ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe. Wir können das Ganze auch auf dem Bogen erweitern. Okay, den haben wir. Der andere läuft weg. Luxuswild. Ein so edles Stück Wild erhält man meist nur von größeren Beutetieren. Geschmack sowie Textur sind von höchster Güte und lassen sich zu exquisiten Gerichten verarbeiten. Und Edelwild. Oh, und jetzt wird es hier bitter, bitter kalt. Okay, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück nach Hateno, bevor wir hier erfrieren. Und haben ja noch die Quest mit den Monstern am Strand. Und wir wollen ja auch noch hoch zum Anwesen da, auf dem Berg. Ach, hier ist zum Glück wieder schön warm. Dann kann ich das Winterwams ja wieder ausziehen, sonst kriege ich bestimmt gleich noch einen Hitzeschlag. Gut, dann ziehen wir. Aber das sieht auch wärmer aus, das Hylia-Gewand, ne? Wie sieht denn die Kletterhose aus? Schick. Aber wir haben dadurch weniger Dingens. Dann nehme ich erstmal doch die. Klettern müssen wir ja gerade nicht. Wo war denn die Frau? Die stand doch eigentlich da am Ufer. Ja, da steht die auch noch. Die sagte ja, berichte mir, was du gefunden hast. Oh, guten Tag. Bist du zu den drei Zedern gegangen und von dort aus weiter zur Armosia-Küste? Ja, ich habe auch was gefunden. Was ist denn? Du machst so ein unheilvolles Gesicht. Ja, pass auf, es ist so. Was? Ein Schrein? Kein Schatz? Wie langweilig. Danke, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich nichts verpasst habe. Da ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, aber hätte ja was Cooles sein können. Alles gut. Ich fand's gut. Ich habe eine sehr nice Hose bekommen dadurch. Okay. Wir gucken mal, dass wir zum Strand kommen. Wir eigentlich nur diesem Weg folgen, ne? Oder? Ja. Dem Weg folgen und dann rechtzeitig abbiegen. Wir können auch hier drüber klettern. Abkürzungsmeister. Jetzt ist hier ja noch was, aber sieht nicht so aus, ne? Kümmern wir uns nämlich jetzt noch um die Monster am Strand. Dann haben wir die Quest von den Bewohnern soweit nämlich schon mal abgeschlossen. Bis auf halt die sammel das Zeug. So, da unten ist der Strand. Wahrscheinlich da das Lager. Hier geht der Weg runter. Dann werden wir da auch erstmal runtergehen und in Ruhe gucken. Aber ich glaube, da ist da hinten das gemeint. Jeden Fall haben wir ja Palmen. Es ist ein sehr tropischer Strand. Kriegen wir da vielleicht Kokosnüsse von den Palmen? Hallo, Palme. Das sieht nicht so aus, ne? Als würden da Kokosnüsse wachsen.
Weil es sieht nach so klassischen Kokosnusspalmen aus. Kann ich dich treten oder umhauen? Oh, ich könnte dich fällen. Krogfächer. Aha, den wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich Kokosnüsse. Naja, gut. Palmen können wir auf jeden Fall auch schon mal fällen. Gut zu wissen. Ich glaube, da hinten, da wo das Feuer brennt, das ist das, wo wir hin sollen. Können wir die Krabben fangen? Hallo? Rüstungskrabbe. Eine Krabbe mit besonders harter Schale. Als Kochzutat stärkt ihr Fleisch, deinen Körper und erhöht so deine Verteidigung. Ja, dann möchte ich dich auch haben. Dankeschön. Schaffen wir das noch? Ja, komm, das schaffen wir noch, ne? Da drüben das Lager zu infiltrieren. Guck gerade, ob hier noch was an den Felsen ist. Sieht aber nicht so aus. Da ist noch theoretisch was. Bist du auch eine Rüstkrabbe? Nee, Schwertkrabbe. Krabbe mit messerscharfen Scheren, deren Fleisch die Muskelkraft stärkt. Als Kochzutat steigert sie deshalb die Angriffskraft. Nice. Eine Eidechse am Baum. Ohrdechse? Hallo Fuchs, ich tu dir nichts. Oder hinten ist richtig Party am Start. Haben wir da irgendwas, was explodieren könnte? Auf jeden Fall eine Truhe. Böse Viechers. Oh. Okay. Oh, nein, das wollte ich. Nein! Es wollte das doch gar nicht. Naja, egal. Kriegen wir gleich wieder, wenn wir da langlaufen. Wollten wir so ein bisschen drumrum. Vielleicht von der anderen Seite da anzugreifen. Oh, ich könnte von hier oben vielleicht eine Bombe runterkullern lassen. Oder von hier werfen. Die rollt nicht runter, ne? Verdammt, die bleibt da liegen. Oh, die Schafe! Verdammt, sie ist bei den Schafen gelandet. Schafe haben wir nicht getroffen. Sehr gut. Wollte ich natürlich nicht umbringen. Wir haben Fußball gespielt! Oh, die ist ein bisschen weit da drüben gelandet. Zu weit, glaube ich. Wir sehen die nicht. Okay, kann ich? Nee, bitte mit. Nein. Mal einen Pfeil. Okay, ihr seid stärkere Gegner. Du bist ein normaler Billo. Dich kriege ich mit so einem Schuss platt, wenn ich dich denn treffe im Kopf. Ja. Okay. Okay,
Okay, euch nicht. Habe ich einen besseren Bogen? Nee, ihr seid alle. Doch, du bist ein besserer Bogen. Der macht dann auch mal mehr Wumms. Okay, I see. Besser zielen. Nice. Aber der macht nicht wirklich den erhofften Schaden. Das macht auch nicht den erhofften Schaden. Ich will da nicht einfach so rein, das wird mich umbringen. Weiß ich jetzt schon. Ihr doch ein bisschen stärker seid. Oh Gott, der hat mich entdeckt. Oh, ja, das war schlau. Steh auf, nimm deine Waffe in die Hand. Okay, habe ich irgendwas Lanzenmäßiges? Habe ich. Oh, nein. Ich wollte anvisieren. Haki Pupi, steh auf! Exallanze, aber mein Ding ist voll. Wo läufst du hin, Kollege? Okay, dann nutzen wir die Gelegenheit und snacken uns was. Irgendwas, was nur zwei. Du halt zwei. Perfekt. Okay. Wie sieht's mit dir aus? Wie stark bist du? Wie viel hältst du aus? Oh Gott. Okay, auch ein bisschen was. Ich hab mich entdeckt. So habt ihr alle. Aua! Ich bin ausgewichen! Zumindest habe ich die Taste gedrückt. Nein! Panik! Ich nix gut. Ich nix gut. Warte, ich andere Waffe wollen. Gib mich diese Waffe. Ist der drückt man ausweichen. Steh auf, Link. Ja. Den haben wir. Moblin-Herz. Dieses geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar. Doch zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Okay. Oh, Reis. So. Wir arbeiten uns langsam voran. Sie gehen alle schlafen. Ah, hast du mich gesehen, ne? Hast du mich gesehen? Hehe. Da ist sie kaputt. Das ist nicht schlimm. Nehmen wir uns jetzt direkt das nächste. Oh Gott, wir müssen was essen. Haben wir noch irgendwas Kleineres? Das. Es wird schon kritisch, was das Essen angeht. Eine Güte! Ihr merkt schon, ich bin Profi in diesem Spiel. Toll. So, das war mein Schild. Dann rüsten wir das aus. Wir haben eine neue Lanze. Wir haben neue Zutaten. Und wir klettern wieder auf den Berg. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Haben wir? Haben wir. Perfekt. Können wir die auch noch aufnehmen? Nein. Waffentasche ist voll. Okay, jetzt haben wir nur noch die Kollegen auf dem Steg. Easy peasy. Du bist ein chilliger One-Shot. Jetzt haben wir nur noch den Kollegen. Der ist auch ein bisschen schwieriger. Sieht man anhand der Musterung. Upsi. Nein, wo ist er? Da. Hallo. An. Okay, können wir dir das hier entgegenwerfen? Oh, schon wieder bei den Schafen. Hui. Bringt nicht sehr viel, ne? Habe ich noch eine Lanzenwaffe? Ja, ich habe ja eben eine bekommen, ne? Die ist nur nicht sehr stark. Die ist recht stark, okay. Ich bin doch ausgewichen! Ich verstehe nie, warum das nicht funktioniert, ne? Warum ich da so schlecht drin bin. Schild, das habe ich gleich. Ey, das sieht gut aus. Sorry fürs konzentrierte Schweigen. Nein! Oha. Warum funktioniert das nicht? Ich drücke die Taste, ne? Ich drücke ja hier ausweichen, aber... Das will halt nicht. Also bei mir ist echt so die Wiese, halt rein. Halt einfach. Okay, der Bogen ist kacke dafür. Warte mal, ich muss hier mal so einen dann nehmen. Okay, er hat seine Waffe fallen lassen. Nice, 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 nice. Gib mir. Kann ich nicht. Weil er hat da hinten die andere genommen. Habe ich ihn? Oh, Gott sei Dank. Halleluja. War jetzt aber auch ein Nervenkitzel, ne? Puh. So, dann sammeln wir jetzt erstmal den ganzen Loot hier ein. Haben wir noch einen Pfeil. Da haben wir noch eine Waffe. Da haben wir noch Reis. So, das ist auch eine Waffe. Gut. Schafe, ihr seid gerettet. Ja, mö. Dann looten wir jetzt noch eben das Camp. Und dann... beenden wir die Folge und machen uns in der nächsten Folge auf zurück nach Hateno. Rodonit, aha. Also auf nach Hateno zurück. Oh, Zitterfrucht. Diese Frucht wächst an Kakteen in der Gerudo-Wüste. Das süße Fruchtfleisch enthält Ballaststoffe, die als Teil eines Gerichtes genossen gegen Elektrizität isoliert. Ah, das kann. Bist du ein Krogstein? Nein, aber das was drunter. Feuerstein ist da drunter. Nein. Perfekt. Auch gut. Nimm. Okay. Ja, wie gesagt, nächste Folge geht es dann in Richtung Hateno zurück. Und dann können wir die Quest hier abgeben von wegen den Strand bereinigen. Darum haben wir uns gekümmert. Die Schafe sind gerettet, die können wieder abgeholt werden.
Und dann geht es hoch zum Institut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.